Hallo ihr Lieben, heute machen wir die Blumen aus dem Reissäckchen. Und zwar gibt es diese Säckchen ab und an mal bei einem Discounter, der mit einem L anfängt. Und den Reis essen wir sehr gerne und deswegen habe ich die Säckchen mal gekauft mit dem Reis und habe gedacht, zum Wegschmeißen sind die zu schade. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Säckchen aufzutrennen. Diese Nähte hier habe ich aufgetrennt. Von innen sind die nämlich nicht bunt. Das macht aber auch nichts, wenn die bunt sind. Dann habe ich daraus diese Blümchen gemacht. Eine kleine, eine etwas größere. Und da könnt ihr in der Mitte noch so einen tollen Knopf reinsetzen. Ich finde, das ist dann eine ganz tolle Idee. Könnt ihr aber auch mit einer Perle machen oder ihr könnt das auch so lassen. Je nachdem, wie ihr euch die hinzubbelt. Von hinten sehen die so aus. Gedreht. Was ihr dafür braucht, ist natürlich dieses Reissäckchen oder ähnlichen Stoff. Dann eine Schere, ein Lineal. Dann habe ich hier so einen Auftrenner und einen Schaschlikspieß nachher zum Aufdrehen. So ein Schaschlikstäbchen aus Holz. Ich messe mir jetzt erstmal hier 10 cm aus. Das wäre hier. Da ziehe ich den ersten Faden raus und ziehe den komplett raus. Den Rest könnt ihr da dran lassen, den schneiden wir nachher. Also von dem Säckchen den Rest könnt ihr dran lassen, den schneiden wir nachher ab. Weil das leichter geht, die ganzen Fäden dann da rauszuziehen. So, den haben wir jetzt raus. Dann entsteht hier so ein Strich. Ich hoffe, das seht ihr. Das ist unser Ende. Ich lasse jetzt hier so ungefähr, ja, so 6 Fäden stehen. Also ich zähle hier ab. 2, 3, 4, 5, 6 und nimm dann den nächsten und zieh den raus. Diesen Rand, der jetzt dadurch entsteht, den brauchen wir nachher zum Aufwickeln. Dieses ist, glaube ich, so ein bisschen gewachst hier. Deswegen, glaube ich, geht das ein bisschen schwerer, als wenn man Stoff hat, den man so schön ziehen kann. So, jetzt habe ich hier noch einen Rand. Ich hoffe, ihr seht das. Mal gucken, wie ich das am besten halten kann. Ich habe jetzt zwei solche. Dieser Rand bleibt stehen nachher zum Aufrollen. Jetzt zieht ihr alle Fäden bis auf 6 hier hinten raus. Da zählt ihr auch 6 ab. Können auch 8 sein, je nachdem, wie groß euer Rand werden soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ziehe ich mal den raus. Es geht ganz gut mit diesem Auftrenner hier. Eigentlich. Aber das ist ja einmal dieser Vorführeffekt, wo es dann nicht geht. Ich glaube, man kriegt ungefähr 3 oder 4 von den Blümchen hier raus, die man dann entweder zu einem Kranz macht oder zum so dekorieren. So, jetzt alle Fäden, die jetzt hier ist jetzt auch so ein Streifen rausgezogen. Alle Fäden, die jetzt zwischen diesem
und diesem Rand liegen. Müssen rausgezogen werden. Ist ein bisschen mühselig. Aber je mehr ihr rausgezogen habt, umso leichter geht das. Immer hochziehen mit dem Auftrenner oder mit einer Nadel oder was auch ihr immer nehmt. Und alle Fäden zwischen den beiden Rändern, die wir stehen lassen, werden rausgezogen. Es gibt, glaube ich, auch so Jutestoff, den man so ziehen kann. Der wäre natürlich auch optimal dafür. Da müsste man im Stoffladen gucken, ob man die Fäden gut ziehen kann. Ein bisschen mühselig, das zu machen, aber ich finde, der Effekt hier ist wunderschön. Heißkleber braucht ihr natürlich auch noch dazu, weil wir die nachher zusammenkleben. Das hatte ich ganz vergessen am Anfang zu sagen. Ich habe jetzt ja hier 10 cm genommen, die wird jetzt ein bisschen größer. Wenn ihr 8 nimmt, wird das kleiner. Zu klein weiß ich nicht, ob das wirkt, wenn man weniger wie 8 nimmt. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich hatte jetzt hier schon probiert, da ist 8 und das ist 10. Und ich finde, das ist gerade so eine gute Größe. So, ich denke, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das alles rausgezogen habe. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt fast dem Ende entgegen. Ist noch ein paar zum Rausziehen. Bis zu dem, wo ihr den Rand ja gezogen habt als erstes, damit ihr wisst, wie lange ihr, wie weit ihr das rausholen müsst. So, ich habe jetzt noch einen. So, den ziehe ich jetzt raus. Jetzt sieht das bei mir so aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Schön rausgezogen. Jetzt schneide ich an der Naht hier oben, diese möchte ich ja nicht haben. Oder auch wenn das, wenn ihr am Anfang seid, schneidet ihr hier an dem entlang, wo ihr den ersten rausgezogen habt, so dass auch eine Kante stehen bleibt. Und ich sage ja, das kann auch 10, ein bisschen größere Kante sein, wie ihr das möchtet. Ich habe ja jetzt 8 genommen. Das langt mir. So, leider aus diesem kleinen Stück, glaube ich, kann man nichts mehr machen. Das packe ich weg. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt mache ich das Grüne nach innen. Und setze am Anfang einen kleinen Klebepunkt mit dem Heißkleber.
und klebt das da zusammen. Ihr könnt die ganze Reihe zusammenkleben. Muss man aber nicht. Ich setze immer nur so ein paar Punkte. Schloss zum Beispiel. Also am Ende und am Anfang, Vorsicht heiß, bisschen Heißkleber hier ran, zusammendrücken. Jetzt habt ihr so einen Strang, der so aussieht. Jetzt nehmt ihr euer Schaschlikspieß und setzt den hier an und dreht das, diesen Rand, über den Schaschlikspieß. Schön stramm, dass das nicht aufgeht. Und immer diese beiden ein bisschen übereinander machen. Na, hier sind wir aufgegangen. Also nochmal von vorne, schön stramm darüber ziehen. Dadurch, dass ich jetzt hier zwischendrin kein Heißkleber habe, verrutscht mir das natürlich manchmal hier. Aber wenn man einmal den Lauf hat, dann funktioniert das recht gut. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Am Ende und am Anfang war ja der Heißkleber. Schaschlikspieß hier rein. Rüber drehen. Und stramm die Kante aufdrehen. Und immer sehen, dass die übereinander liegt. Dass ihr das beides erwischt. Bis zum Ende aufdrehen. Jetzt habe ich ja hier meine Klebestelle. Da setze ich jetzt noch einen Punkt hin und klebe das Ende hier fest. Jetzt könnt ihr den Schaschlikspieß rausziehen und habt schon mal eine solche gedrehte Blume. Jetzt sucht ihr euch die Mitte. Also ihr fummelt das wieder ein bisschen raus. Sucht euch ungefähr die Mitte. Und entweder drückt ihr die jetzt so rum auf die Arbeitsplatte oder auf den Tisch. Dann habt ihr das schon gleich platt oder ihr lasst das halt so ausgefranst, wie das hier ist. Zubbelt euch das ein bisschen hin und könnt in die Mitte, wenn ihr möchtet, wieder einen Knopf, eine Perle oder was auch immer ihr habt reinsetzen. Und ihr habt dann dieses wunderschöne Blümchen. Ich finde das super, dass man aus Sachen, also dass man Sachen recycelt und Sachen daraus macht. Und dieses Ausgefranste finde ich jetzt gar nicht schlimm, hat ein bisschen was vom Shabby Chic. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten. Einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.